Wir sehen die Juff-FE vom Spieler Mo. Sind hier in der Goldliga. Wird also amerikanisches Spiel sein, NA-Server. Und Mo ist ein sehr kreativer Spieler, der durchaus auf den Gegner reagiert. Gab ein sehr brillantes, reaktives Spiel auf Aquila Unwasted gegen einen Terraner. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Er macht ein bisschen Probe Stack. Also das kann bis zu 4 Sekunden, 6 Sekunden beim Nexus bringen. Also ohne Probe Stack kann man, glaube ich, den Nexus nicht bei 2,58 bauen. Bei 15 der Pylon. Und das sieht ganz gut aus. Alle nahen Mineralienblöcke sind mit 2 Probes besetzt. Jetzt wird eine Probe dahin geschickt. Und ich glaube, das könnte sogar hinkommen. Ja, 3 Minuten Nexus, sehr, sehr gutes Timing. Ich habe noch einen Anzeigefehler hier oben mit den Farben gehabt. Da war das nicht grün und rot, sondern noch die Ursprungsfarben. Und jetzt geht er, so wie es sein soll, auch scouten. Zealot wird gebaut. Pylon unten wird gebaut. Bisschen zu spät bei 23, aber völlig okay. Direkt Gas genommen. Das CC, beziehungsweise das sieht er, glaube ich, nicht. Doch hat er unten gesehen. 2 Racks, also 2 Racks und 1 CC. Hat er unten gesehen, hat er auf der Minimap gesehen. Hat er jetzt nochmal gesehen. Alles gescoutet, was man scouten muss. So, jetzt ist immer die Preisfrage, wann nimmt man das Gas unten? Er macht einen kleinen Worker Slide. Baut konstant Arbeiter, genauso muss es sein. Baut jetzt im Moment nichts aus dem Gate. Auf Goldebene kann man durchgehend konstant aus dem Gate bauen. Terraner verliert seinen BBF gegen den Zealot. Das kann man als Terraner durchaus besser machen. Jetzt wird unten das Gas genommen und irgendwann jetzt sollte der Mothership Core kommen. Man könnte mit dem Zealot nochmal scouten gehen, wobei es ist ein CC gebaut worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass direkt ein drittes CC hinterher gebaut wird, wäre schon extrem greedy. Das könnte man halt mal abchecken. Gegen Zerg sollte man das sogar tun, aber wobei mit dem Stalker einmal hinlaufen, tut ja nicht weh. Robo wird gebaut. Was so ein bisschen fehlt, was man jetzt mal einfach mal tun könnte, wäre ein Mothership Core bauen. Den kann man für die Defense extrem gut gebrauchen. Wenn man irgendwann in der Platin-Liga ist, kann man ihn benutzen, um Mars Recall zu machen. Da ist er jetzt auch endlich. Plus 1 wird erforscht, genauso muss es sein. Und ich glaube, jetzt scoutet der Stalker auch. Vielleicht geht er nur zum Watchtower. Das ist so ein kleiner Fehler von Mo, dass er nie Units zu den Watchtowern schickt. Da könnte man durchaus 2 Sonden hier hinstellen an die Watchtower. Grund, man sieht dann einfach nahezu jeden Push vom Gegner. Immortal wird gebaut, auch der wird rechtzeitig fertig. Der Observer sollte jetzt scouten. Ist dann der dritte? Wie sieht
die Army Composition des Gegners aus. Und jetzt werden Gates gebaut. Genauso muss es auch sein. Geld wird unten gehalten. Alles genau richtig. Wieder scouten. Völlig korrekt. Noch ein Pylon gebaut, damit wenn da ein Drop hinkommt, trotzdem alles im grünen Bereich ist. Proxy Pylon wird gebaut. Völlig korrekt. Hat jetzt unten nicht genau auf die Unit Composition geachtet. Ich glaube, deswegen fliegt er nochmal hin. Chrono Boost auf die Forge. Völlig korrekt. Zweiter Immortal wird auch rechtzeitig fertig. Das Plus 1 Upgrade für fertig. Und es wird schon früher das Charge Upgrade geholt. Kann man machen. Ich würde jetzt gerne mal sehen, was der Observer sieht. Okay. Der sieht einen Bunker, so gut wie keine Forces. Und damit wird der Angriff natürlich enorm Schaden machen. Es wird eine dritte gebaut. Mit dem Angriff völlig super. Wir halten bei 945 mal an. Wie viele Units da sind. Wir müssen natürlich 400 Mineralien für die dritte abziehen. Wenn man die jetzt noch in Units gesteckt hätte. Wir schauen mal nach. 9 Gates, völlig in Ordnung in der Goldliga. Eine Robo, alles super. Twilight müssen wir natürlich noch abziehen. Units haben wir trotzdem. 50 Sonden, genau richtig. 2 Observer, 6 Zealots, einen Immortal und 2 Stalker. Problem hier an den Units ist letztendlich nur, dass wir nur 2 Stalker haben. Das sollten eigentlich 7 Stalker sein. Damit wir beim Terraner möglichst viel Schaden machen können. Aber wir haben 7 Sentries. Damit können wir sehr, sehr viele Force Fields setzen. Und zumindest hier beim Terraner an der Front Schaden machen. Gut. Kann man so spielen. Ist natürlich deutlich makrolastiger. Und man muss mit den Force Fields gut umgehen können. Der Goldliga würde ich sagen, diesen Nexus hier noch in Stalker umwandeln, sodass man hier wirklich 7 Stalker hat oder auch 6. Das kann man machen hier mit dem Twilight Council, muss man nicht, weil dafür jetzt hier das Plus 1 Upgrade fehlt. Weil Twilight Council kostet halt natürlich auch Gas. Dafür hat man früher Charge. Muss man auch ganz klar sagen. So, ich würde jetzt erstmal reinwarpen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, er schneidet ihn halt da sehr gut in Teile. Das an sich ist gut, er setzt ihn unter Druck. Finde ich total gut. Jetzt kommen auch die Stalker. Er opfert einfach mal ein SCV. Jetzt müssten wieder Force Fields kommen, nehme ich mal stark an. Bisschen gemoved. So, Mothership Core ist down. Ich hätte nicht mitgenommen, wenn man eh nicht zurückwarpen will. Jetzt wird hier aus 9 Gates ordentlich gebaut. Konstante Roboproduktion ist nicht mehr vorhanden. Dafür werden jetzt 3 Arbeiter gebaut. Schauen wir gerade mal die Saturation durch. Das sieht alles sehr gut aus. Und der Gegner wird weiter unter Druck gesetzt. Mit den Force Fields gefällt mir gut. Es wird einfach immer nur ein bisschen angegriffen, ein bisschen Druck gemacht. Und währenddessen wird die dritte bedroht. Die Frage ist halt, warum haben wir das Twilight Council gebaut, wenn wir dann keinen Charge erforschen wollen? Vielleicht wird das natürlich jetzt nur aufgrund des Kampfes hier vergessen. Und jetzt steckt der Terraner in Schwierigkeiten. Ich würde da schlicht und ergreifend mal Gas nehmen. Drops mit nur Stalkern zu verteidigen ist immer eine schlechte Idee.
Der Terraner macht das hier falsch, er lädt nicht aus. Und er verliert auch das Medivac. Das ist nicht der Standard. Deswegen, lieber Zealots reinbauen. Aber der Gegner war hier ganz klar geschlagen. Spendings, Economy, Technology und Army vorne. Gut, bei Technology 50 hinten, also sagen wir mal lieber Even. Army Value sieht so aus. Also da ist für den Terraner nichts mehr zu holen. Das war jetzt schon sehr, sehr, sehr mikrolastig. Aber ich zeige halt auch mal, was hier passiert wäre, wenn das durchgezogen worden wäre. Also Beispiel, man hätte hier die drei Force Fields hingesetzt, dann wäre das hier gefallen, wenn die Armee dahinter gestanden hätte. Sonst kann man halt natürlich einfach die Force Fields, zwei Force Fields hier hinsetzen, gegen diese Armee auch kämpfen, Guardian Shield anschmeißen. Man hat mehr, letztendlich, man hat Zealots, die, also, hier ist kein einziges Medivac, will ich mal fairerweise dazu sagen. Damit ist der Guardian Shield hervorragend hier gegen diese Marines. Marodeure sind insgesamt nur 4 dort. Dafür haben wir aber ein Immortal und Zealots Stalker für die Marines. Allerdings machen unsere Zealots auch gegen die Marines Schaden. Gerade wenn hier das Force Field hinkommt, kann der Terraner nur noch hier rausrennen, um seine Armee zu retten. Dann kann man zwei Force Fields hier hinsetzen und dann ist die Sache gegessen. Und man kann hier halt ganz problemlos dann die ganze Zeit reinwarpen. Also mit noch dieser Nexus hier in 4 Zealots umgesetzt oder halt auch von mir aus Gas haben wir auch für Stalker. Spiel ist hier an dieser Stelle vorbei. Also man muss gar nicht so viel Micro machen und hier mit dem Terraner spielen. Das Spiel wäre an dieser Stelle vielleicht nicht gewonnen, aber zumindest hätte der Terraner so viel Schaden genommen, dass er hier diese Echse liften müsste. Und so sehen die Spiele halt aus, wenn man Timings und Benchmarks einhält und sein Geld unten hält. Das Force Field hier war Unsinn, da kommt er eh nicht durch, also ob sie auf Gold-Level das jetzt hätten, das runterzuklappen und dann zurückzurennen, ich weiß es so genau nicht. Aber natürlich ist dieses Zurückgehen-Reinforcen auch eine Möglichkeit, keine Frage. Und währenddessen, aber man muss halt hier die ganze Zeit Arbeiter bauen und zwar schon vorher. Gut, das war's für dieses Replay. Sehr gut gespielt, JuffFE, Timings und Benchmarks sehr gut durchgezogen. Perfekt. Oder sehr gut, sagen wir mal so, nahezu perfekt, aber perfekt natürlich nicht. Ist unmöglich, perfekt zu spielen. Bis demnächst.